von harten Willkommen wie Fati, Plath und Plüschwurst. Oh, was für Endgesinge. Hallo Hilka. Ja, das passt doch aber richtig zu uns Thema. Irgendwie heißt das Party auch noch im Baden mehr singen muss. Also, denn. Ja, weißt du eigentlich, heißt von Dina Heavy Metal oder Gothic Version dacht, dass ich das kriegen da. Ach so. Wollt ihr wieder nochmal mocken? Okay. Hilka, mach die bereit. Von harten Willkommen, Bi. Party, Plath und Plüschwurst. Und das finde ich schön, dann möchte ich jeden einmal zu haben. Oh, dann, ich glaube, dann explodiert mit Stimmen, aber ich... Ja, genau. Und den Mikros, der gave dann ob, der sagt dann auch so, nee, so kann ich nicht arbeiten. Ey, sorry, Leute, so kann ich nicht arbeiten. Du, da frage ich mich, aber wo deit das diese Metal-Sänger irgends utholen? Ja, ich glaube, der möcht so ein extra Stimmtraining mocken. Anders guidet ihr gar nicht. Ja, denn du warst ja direkt im Heiser. Also. Also, falls ein von Jaudat weten deit, Levetau-Hörers, ich weiß nicht, wie genau der Heavy-Metal-Sängers das mocken dauert mit ihrer Stimme. Also, ja, das ist wie gorn. Ja, also, ich würde mich auch mal interessieren, wo das läuft. Ich mit mir klassische, lyrische Gesangsbilden. Ja, aber da sind wir direkt im Magen mitten im Thema binnen. Das geht nämlich um Musik und Bands. Und das ist eigens, ja, Deal 2. Wir hätten nämlich einmal über das Thema schnackt. Das wäre ein von uns erste Folgen, glöwig auch. Ja, und das ist nun meist 2 Jahre her. Irre, oder? Ja. Echt? Ja. Wir habt eigens hier Jubiläum. 2 Jahre nun. Ja. Ja, aber irre. Das gibt das fucking auch echt fix. Aber du hast wie nochmal eine extra Folge zu morgen, wird 2 Jahre Partyblatt und Plüschmoos und allen drumrum, was so passiert ist und so. Ich glaube, das ist eine extra Folge wert. Auf jeden Fall. Und nu, Gott, wir leben richtig Dave in uns Thema drin, nämlich fliegt Hepchi und all in ihn Fall hat Festivals. Uns lässt es genau. Ding, ding, ding. Ja, denn wir hat ja einmal, das hast du ja vertellt, wir hat ja eine Festival-Folge, aber nu ist innerhalb von 2 Jahren einfach so viel passiert und gerade diesen Sommer sind wir nochmal auf so vielen Festivals van und ich nochmal irgendwie ob eine ganz anderen sieht vom Festival, also as dann dort arbeiten. Und hab gedacht, dann möchte ich einfach nochmal ein Update geben, wie das nur so wäre. Ja, ich glaube, wie die ist das ja auch besonders krass, wenn du so gar nicht nähe Inblicke kriegen hast. Levetau-Hörers, wie löst das vielleicht auch direkt manchmal ob Lisa wäre nicht bloß Taugast ob Festivals in diesem Sommer. Genau. Ich will, als ich so überlegt habe, ich will wie Gorkane einfach nur Gast. Ich habe wirklich ob allen Festivals, ob denen nur wir, wäre ich wirklich dann arbeiten, du. So als Festivaljobber. Und ich habe das mal so abschreiben in eine Tabelle, was ich eigentlich allen so mockt habe. Und ich habe nicht einmal, zweimal den gleichen Job mockt. Ich habe immer was anderes mockt. Richtig cool. Krass. So, aber dann, komm, hier, gut wie Gleeks richtig rin, vertell mal. Was? Ja. Wei dort din Obgorf. Also, ich kann ja mal ganz chronologisch von Föhren anfangen. Und das allererste Festival wäre das Baltic Soul Festival. Das ist ein Lütscherit Festival oder nicht nur Lütscherit, ne, eigens ist das größte Soul Festival in Deutschland. Soul und Funk ist eigens nicht ganz so meine Musik, aber ich habe gedacht, ach, probier es einfach mal. Und das war in Schleswig-Holstein an Weißenhöser Strand, also direkt am Hang an der Ostsee. Von der Ferienanlauf war ich ganz schön, war jetzt nicht meine erste Wahl werden um Ferien zu morgen, aber direkt am Hang an Meer, an Strand. Und dort habt ihr in diese Ferienanlauf ein riesiges Zelt aufgebaut und dort habt ihr dann Soul- und Funk-Künstler spielt. Und da bin ich hin, mit den Lissi sind wieder an reinkommen. Und ich hab Deko mockt, ich will Park in Wiesa, ich hab dann auch die ganze Park taken, also du da den Verkehr mit ja anders leitet waren. Und da musst du die ganzen Schülle abstellen und dann auch wieder afrühmen. Und diese super schworen Steine, die dann die Verkehrsschilder holen dort, der hab ich dann wieder wegrühmt. Oder ich hab die Artist Rooms bestückt.
Das ist so, dann kriegst du dann zum Beispiel, ah, okay, da kommt Aloe Black. Und Aloe Black, möchten Sie ein Artist Room, keine Ahnung, 50 Buddeln Sekt oder sowas haben. Oh, krass. Das ist so, ja, wenn du denn, also hey, weil das nur nicht, aber da kann ich nichts noch was erzählen von anderen Artists auf anderen Festivals, was der Sektor in, also, was der Sektor liefern, Lorten habt. Das ist mal. Glüffel, das ist mal. Du denkst mir so, was brucht die damit? Die sind doch vielleicht für 2 Stunden, wenn überhaupt. Aber okay, das kommt wie beim nächsten Festival. und ich habe einfach nur den Artist Room bestückt und so. Und an sich war das richtig, richtig cool. Das war, als ich gesagt habe, ein lütscheres Festival, auch nicht ganz so viele Festival-Jobber dann. So hab wir es richtig gaut ineinander kennenlernt. Ich hab tau ein das Ticket kriegen. Also ich hab Taugang hat tau das hele Festival. Ich hab Innekunft kriegen, könnte halt schloppen. Ich hab Catering kriegen, also das Äten. Und bin dann noch betreut worden für die Stunde, die ich Arbeit hab. Also das war für mich einfach win, 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 win. Ich muss einfach ehrlich werden, ich könnte mich sonst so viele Festivals nicht leisten, wenn ich dort nur als Gast hingehen würde. Dort denke ich, dass das halt so dürr, als so dürr geworden ist. Mhm. Und wie kommt ja nun Ruth Anfang August, Levelü, und du bist dann ja aber noch gar nicht dürr mit den Festivalsummer. Mhm. Du hast dann, Bettnu, wo viele Festivals besorgt? Nur wäre ich ob 5 und 2 kommt noch. Also so im Festivals, also das muss einen sich ja mal nach Morben regen. Also das wäre ja mega cool. Ja, 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 wirkt das eins nur so betreut, ich würde sagen, wie allen Festivals sind der Tickets so zwischen 100 und 200 Euro. Beim Airbnb auch noch über 200 Euro. Boah, und das halt nimm es betreuen könnte. Dann halt den Lissi irgendwie, du müsst die Lissi anschaffen können oder so. Damit ich das betreuen kann. Also ja, von daher ist das Arbeiten für mich gerade einfach das Beste. Hm? Ja, wir sind motiviert, das ist so. Und aber Stuf, ob uns Asche auf unser Haupt, liebe Thomas, wir können das nicht hinkriegen, das sind so mal zusammen auf ein Festival to go. Nee, das hätte ich tatsächlich nicht hinkriegen. Oh. Oh, ja. Schneid ob us Lebensliste für Tau kommen, Jo. Ja, twindig fair und twindig, dann kriegt mir das dann hin. Das ist ein Bädenpienlicht, das so zu sagen, ne? Aber ist so. Ja, das ist die Wahrheit. Nichts aus die Wahrheit. Oh. Wie viele weißt du? Wie viele weißt du das, Jo? Ich wäre gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, ob ein Lütschit Mittelolle Festival hier in Hamburg und dann habt ihr hier noch das 48 Stunden Wilhelmsburg Festival, aber da bin ich bloß nur einmal rüberlaufen. Da habe ich kein richtiges Festival wegen N mit dem Markt. Ich muss in diesem Jahr auch auf mein Leifset Festival, das Mira Luna Festival verzichten. Oh. Da habe ich kein Titel, habe ich was anderes für. Mhm. Aber ich weiß, wie das Grofti Festival, wie das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Oh, was hätte ich Leaks über? Zuerst will ich aber weten, wo Kane hat 50 Buddeln Knallkömen. Ja, ja, ja. Ja, vom WGT muss ich Leaks mitteilen. Ja, ich kann hier Kont, also. Ich kann immer kurz, ich war beim Baltic Soul Festival, das habe ich gerade erzählt. Dann war ich um ein ganz lütschen Festival, das heißt Moin Taukunft. Da war ich an der Nordsee und da habe ich einen Plattdütsch-Kurs gegeben. Und das hat auch total viel Spaß gemacht. Das war ganz lütsch, ganz fein, aber richtig, richtig tolle Lüdur. Und da ging das halt ganz viel darum, ob im Land, nachhaltig leben. Und da war ein super spannendes Thema und ich habe mich so frei, dass die auch offen für Plattdütsch wären, dass sie da Lust drauf haben. Und ich habe dann wirklich am allerersten Mal eigens so einen richtigen Plattdütsch-Kurs da gegeben mit Lü, die ob er einen sieht, Muttersprachler wären, mit Lü, die Plattdütsch verstehen können, aber auch mit Lü, die Deutsch gar nicht als ihre Muttersprache habt. Und das war ganz, ganz spannend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und danach war ich auf dem Hurricane, auf dem Diekbrand und auf dem Airbeat. Also dann war ich noch so den großen Festivals. Und auf dem Airbeat, du hast 2 Jobs eigens. Tau A ist
weil gerade der Weg für am Airbeat, da baut der ja alles all up und hat die hele Technik da rumstehen. Und das kann er dann ja auch fix mal mitnehmen. Und deswegen habt ihr da Security over Nacht. Und ich hab dann an eine Stelle mit der Lissi storn und will einfach von abends Glocke 8 mit den Tau kommen morgen Glocke 8 wock und hab oppasst, dass du keine eine Technik mitnehmen deit. Das war mein Job. Also, da ist war ich echt ein Bad Bang. Oh, kann ich die hele Nacht upblieben? Also, ja, ich kann mal eine Nacht durchführen, das geht mal. Aber ich hab das noch nie so richtig mockt, dass ich einfach nur quasi so eine Nacht durchmockt habe, weil eigentlich ist mein Schlaf mir das Hilligste überhaupt. Die schlafen da. Und das war aber wirklich spannend. Hätte Spaß gemacht, wieder mal was ganz, ganz anderes wäre. Ich habe coole Kerls da kennengelernt, die mit mir arbeitet haben. Die sind immer vorbeigekommen, haben immer Kaffee für mich gebraucht, dann war ich im Bett schnackt. Und ich kann blangen Bienenband was mocken. Da dachte ich, dass die Lissi dann da habe. Also ich habe die Lissi umrühmt, ich habe Dachbock geschrieben, ich habe für ihr Blatt Love plant und so telefoniert viel, gerade mit Freunden, die in anderen Zeitzonen leben dauert. Und das war super. Also ich hätte richtig Spaß gemacht. Ich habe halt super viel Tee irgendwie nutzen können. Manchmal bin ich einfach nur rumtigert oder dann morgens um Glocke Feier, so halbig, Glocke Feier, halbig fief, als dann die Sünden abgegangen ist, habe ich gedacht so, jetzt hast du Lust auf Yoga. Und dann habe ich halt einfach Yoga mockt, weil ich muss ja nur wock wählen und kicken, dass du keinen in rumloben deit. Weil ja egal, was ich denn mockt habe, hätte ich auch keinen in sehen. Und dann habe ich gedacht, wer mich Yoga hinmockt und so. Den Nordale, weil im Betten, das war ja so Hit. Also gerade fair im Airbeat, weil jeden Tag so diese 30, 32 Grad Well gerade hier in Deutschland. Und ich kann dann Dachsörbe nicht schlappen. Das hätte mich echt tau schaffen mockt. Also in der Lissi hätte sich das dann einfach so upwarmt, dass ich dann nur 45 Grad drin habe. Und da kannst du natürlich nicht an Schlappen denken. Das geht gar nicht. Ja, und so, ich kann immer so von 8 bis Glocke 11 kann ich schlappen. Ja, und dann ging das halt nicht mehr. Ich habe dann versucht, abends nochmal im Bettentausch schlappen, aber also das würde ich gut fordern, das muss ich schon singen. Das würde ich auch nicht mond, wägen mond oder sowas utholen. Also wenn einen langen Titrum kannst du das nicht morgen. Aber so für feie, fief Nächte, die ich das nur mockt habe, würde ich das ein cooles Beleben einfach. Auch so ein Festival-Motto sehen, wo war das eigens upbaut? Also wie malfehl Arbeit du drinstecken deit, für im Endeffekt feie durchführen. Das ist echt nicht der Forten. Was der da upbaut und grob wie im Airbeat. Airbeat ist auch so eins, das wölf bit nur für mich das schönste Festival. Auch einfach von den Bühnen her, von der Lichtshow, vom Laser, Pyrotechnik. Die steckt da so viel Leif und Geld auch drin. Das ist ein Bühnenvan, der will einfach nur ein Ortler. Irre. Das Thema war Deutschland und dann hat der Mainstage, weil das Brandenburger Tor. Riesig groß. Das war eine von den größten Techno-Bühnen von der Welt, wenn der da gebaut hat. Total mal. Und dann der Bundesadler, also der immer den Vogel, hat sich doch quasi dann für eine Stage noch gebaut. Und dann hat sie noch der Goa-Stage, weil das so Betten an Schloss Neuschwanstein anlehnt. Richtig cool. Krass. Und dann lief natürlich überall Techno, Goa, coole Menschen, schöne Menschen, die sich dann natürlich, das ist ja so, wenn das auf Festival, der trägt sich dann einfach so an, als sie sind oder als sie sich wohlfühlen daut und ja, da kann auch mal im Betten alles wählen und das stört aber kein ein, weil jeder ein ist irgendwie so ein Sülm und das finde ich so, so schön an dieser Stimmung im Airbeat. Und genau, nachdem ich den Nachtschichten mockt habe, bin ich dann in Artist Shuttle gegangen, also ich habe dann die Künstler feuert. Da habe ich dann ein schickes Auto kriegen und habe dann kriegen, okay, du musst tau düsse und düsse tiet, musst du dann wie im Radisson zum Beispiel in Hamburg wählen und dort den Künstler erfreuen, um in tau ihren Auftritt zu feuern. Und ja, das habe ich dann mockt und dann kriegst du halt, du hast dann die Künstler halt in deinem Auto. Die meisten DJs kenne ich überhaupt nicht einfach, weil ich höre mir die Musik vielleicht gern an, aber ich habe ja keine Ahnung, wie die aussieht. Also, Kane kickt sich den DJs an. Nee, so. Eben. Ja, ja. Und dann gibt es auch so ein paar DJs. Du weißt halt vorher, okay, die sind ein bisschen anstrengender feuern, die haben dann ihre Star-Allüren oder so. Dann gibt es da auch welche, die möchte unendlich viel Kauken haben, damit sie Kauken in der Menge schmieden könnt. Weil, ach, das ist so, ja.
Habe irgendwie eine ganz eigene Meinung. Ja, Kauken. Da steht alles voll mit Kauken. Ich bin von Mina Ainford weggekommen und dachte mir so, was ist denn hier los? Warum steigt ihr denn so unfassbar viel Kauken? Ja, der eine DJ bookt so viel Kauken. Ja, und der DJ kriegt dann halt, naja, eine Böxen, Gleitcreme und Kondome. Das gibt es natürlich auch. Das hat dann Buken dauert. Die Verfügung mit Sekt. Ja, der Knallkühl. Das ist echt. Also, das ist manchmal echt mal, wo du denkst, da ist so, warum Tom Düvel brückt ihr das? Aber ja, wie mockt denn halt eins recht? Sag ich vielleicht mal so. Irgendwo dabei sagen, der DJs, der ich feiert bin, der wäre super nett. Das hat eins recht gaut klappt. In Hamburg wäre natürlich genau today die Triathlon. Deswegen wäre Hamburg total dicht. Und Ferien anfangen wäre auch noch. Also, Hamburg ist eh mein Nemesis tau feuern und grad dann muss ich das eine DJ-Duo, das muss ich dann in tau so ein super noblen Hotel an Gänsemarkt und Jungfernstieg bringen. Oh, schön. Ich dachte nur so, oh nee. Und mein Navi, die Hele Tiet, bitte rechts aufbögen. Ich so, ja, ich kann hier nicht rechts aufbögen, hier ist die Triathlon-Strecke. Bitte rechts aufbögen. Oh, ich kann hier nicht rechts aufbögen, ich weiß nicht, was ich morgen schall. Und hin und wie und ich muss halt so down, als würde ich weiten, was ich tun da. Weil den DJs ja hinten drin setzen hätte. Und das hätte mir ein Band an meine Grenzen gebracht, das muss ich schon sagen. Einfach wie ich auch failfeuert bin und das war anstrengend, aber ob an sieht so spannend und so schön, wie ich als Shuttle mag den DJs eigens eins recht. Und ich als Shuttle bin auch nicht der Person, der zum Beispiel ein Gespräch anfangen deit. Also, wenn der schnacken möchte, könnt ihr gerne mit mir schnacken und anfangen. Aber das gibt auch DJs, der möchte einfach ihre Ruhe haben, kottfern Uptritt oder der möchte sich mit ihren Manager dann innehollen. Und ich bin halt einfach nur dumm, der von A nach B bringen. Aber manche, der auch grad, der allein dann innewegen sind, der möchte dann gern schnacken. Und dann innehole ich mich natürlich auch bannig gern mit denen. Und da habe ich mich mit ein paar DJs innehollen und habe dem mal so ein bisschen nur ihren Lebensstil gefragt. Und der hat einen mallen Lebensstil. Der lebt eigens nur unten Kuffe und sind seit wirklich Land für Land für Land für Land. Das eine DJ-Duo, das ich im Auto habe, der hat vertellt, ja, in den letzten vier Jahren sind wir in drei Ländern wählen, müssen 12 Flöch nehmen. Der lebt halbwegs Tiet auf Ibiza, halbwegs Tiet in Dubai und sind eigens aber nur in Wägens. Und von den Ländern, wo die sind, manchmal weiß ich gar nicht, in welchem Land die gerade sind. Weil der halt nur den Flaukorben seht, den Shuttle, das Hotel, den Obtritt, Hotel, Shuttle und dann werdet ihr den Flaukorben. Und das finde ich echt einen krassen Lebensstil. Ja, das hätte gar nicht so mit so, dass die Idee von Jet Set down, der ihn so hätte, ne? Ja, genau, weil die auch gar nichts vom Land richtig mitkriegt. Und mit einem DJ, das ist ein jüngerer DJ aus Deutschland, habe ich mir noch holen. Und der hat auch vertellt, ist halt das Wagenend in der Wagens, irgendwo in der Welt, ob da Lateinamerika und Indien und so liegt die auch ob. Und in der Weg, so von Dienstag bis Donnerstag, ist er dann halt Musik morgen, also in seinem Studio. Und das ist sein Leben. Das ist also eins. Und ich dachte so, boah, das wird ja voll spannend werden. Und dann hat er mich so ein Betten gefragt über mein Leben. Und ich bin halt so, ja, und ich arbeite hier und ich arbeite dort und ich mach dit und dann und reiß mit der Lissi rum. Und dann sag ich so, boah, die Level klingt spannend. Mien klingt gar nicht so spannend. Also Mien ist im Eng gar nicht so spannend. Und das ist einfach mal so ein Inblick in eine komplett andere Welt. Das finde ich so cool. Und was ich auch richtig, oder was eine Frage wäre, die ich mir allang gestellt habe, wie ist das für ein DJ? Du bist da auf der Bühne, die jubelt, Dutzende von Menschen tau. Du machst 2 Stunden Hartgas und wirklich den Menschen, die 3 Derch, dann ist es tau end. Also du bist mit ihnen eine Show tau end und dann bist du allein. Ja. Und dann hat alles ruhig. Und dann fallst du, also ist das dann, dass du in ein Loch fallen deist? Aber dafür hast du doch Kondome und Gleitcreme kriegen. Genau das. Richtig, richtig krass. Und dann, also ich möchte das überhaupt, also ich finde das ganz, ganz schlimm, ganz schlimm verwerflich, so was Tom Morgen. Aber der DJ, ich habe ihm auch die Frau gestellt und er hat auch gesagt, ja, er hat wirklich Probleme, dann mit sich allein zu wählen. Will du einfach eigens noch ob diese krassen Welle und Serotonin, Endorphinen und alles surfen deist und plötzlich ist alles still und du bist allein für die. Und du willst das ja aber eigens gar nicht.
Und diese extremen Gefühle, das muss so heftig werden. Ja. Also das war richtig spannend. Ja, ich glaube, das können wir uns so als normale Menschenslüt gar nicht richtig vorstellen. Dass ja, so ein Job in Rampenlicht eben auch fehl mit, ja, Einsamkeit, mit Einsamwein zu tun hätte. Ja, ja. Du kannst ja nicht überall den Partner oder den Familie hin mitnehmen. Genau, das ist das auch. Der eine DJ, der hat dann auch erzählt, ja, hey, ist halt 350 doch im Jahr engs und wägens. Und er hat aber eine Beziehung und dann hat er auch gesagt, ja, irgendwann, da wart wieder ein Hus in Norwegen hem, ganz weit Borben im Norden, wo es keine Menschen gibt und wo ich wieder Ruhe habe. Ja. Einfach die meisten, die ich da kennengelernt hätte, waren ganz introvertierte Typen. Also auch nicht, da du denkst so, boah, voll gerade die krassen Rampensäue oder sowas, gar nicht. Die waren wirklich ziemlich ruhig. Aber als DJ bist du ja auch viel allein dann im Studio. Das ist ja, glaube ich, nicht genau. Als wenn du so ein Bandleader bist, denke ich. Ja, ja. Ja, und so eine Band sind ja engst dann auch gar nicht so fällt in den Wägen, so als ein DJ. Zum Beispiel. Nee. Mhm. Das ist nur so, als DJ kannst ja engst, du brauchst ja auch nicht so viel Equipment. Nee, überhaupt nicht. Also die zwei Jungs, der DJ-Duo, da denkst du, ach, voll heftig, die haben wirklich nur ihren, wie nennt man das, Handgepäck, Manbag. Also die braucht ja dann nichts grodet. Also keine groden Musikinstrumente oder so. Weil das ja auch nochmal ein ganz anderer Ort von Musik ist. Ja, eben. Also du bist ja nicht mit einem Tourbus oder so unterwegs, sondern hier Party, dort Party und da legst du dann ob für, weiß ich nicht, zwischen 1 und 3 Stunden oder so. Ja, und taumalen Tieten, so von morgens um Glocke 3 bis morgens um Glocke 5. Oh Gott, ja. Oh Gott, verleden Wegen N, also wenn diese Podcast gut kommt, dann halt 3 Wegen oder so haben, wie hier auf Wilhelmsburg auch ein Techno-Festival hat, ein Elektro-Festival. Ich wäre nicht da, ich wollte beschlafen, aber ich habe das gehört noch hier, wie ich mit Herwig Dödert oben Fenster hört und das hat an Sündorfen Mittag anfangen mit Sündagabend, das geht kein Puss. Das wäre dörr ging ich mal, oder? Ja, und das hätte dann immer geregnet und Herwig gesagt, oh Gott, und die Lüde, die da sind, die haben kein Puss. Ja, genau. Der Arm, den konnte ich gar nicht mal verpusten. Ja. Das ist ja nicht so, also so, wenn du Bands hast und dann ist da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Umbaupuß oder so. Nee, das ist halt eben durch der ein DJ löst der Anna dann auf. Ja. Apropos Regen, das passt eigentlich ganz gut von Urbanleiten. Ich war hier oben Diekbrand. Und Diekbrand war so für Regen. Das hätte mich so late dawn. Das hätte nur Regen. Das wirklich liegt seit Wegen in Nordat Airbeat. Und dann bin ich da hinfeuert und mein Job wäre das, Bändchen zu verteilen. Also ich war im Inlass quasi. Also wenn du auf das Festival kommen darfst, für alle, die vielleicht nicht so genau weten dort, dann kommst du mit dem Ticket da hin. Und dann gibst du ein Ticket ab, das wird einmal aufscannt. Dann kicken, ob das ein echtes Ticket ist. Das gibt unfassbar viele Ticketbetrüger, ist mir nur obfohlen. Richtig, richtig gruselig. Und wenn das ein valides Ticket ist, dann kriegst du die Düsseld Festival-Bändchen. Das die kennt diese, habt ihr sicher schon mal gesehen, so ein Stoffbändchen, das die halt Düsseld Festival werden dürft. Und das habe ich mockt am Mitwirken und dünne Dach. Und ich würde sagen, ich habe pro Dach 15.000 Mal secht, ihr Ticket bitte, vielen Dank, viel Spaß. Aber gegen, ob dann irgendwelche bleibenden Schäden hinterlassen hat. Und dann hast du dann aber auch Betrüger obdeckt. Das klingt jetzt eins im Bett, ein Dollar als das wäre, aber du hast dann so einen QR-Code, ob das ein Ticket drup. Und wenn du das aufscannen darfst, dann sag ich dir, ja, okay, QR-Code ist nur quasi, der Ticket ist entwertet. Und manchmal sag ich dir aber, okay, hey, der Ticket ist schon entwertet worden. Rot, rot, rot. Und dann schickst du die halt wieder Town Helpdesk. Und dort kommt Rudert Grot, wie Tickets über eBay Kleinanzeigen, hast du das hail often, dass die Ticket entweder nur kopiert sind und dann die quasi der Ticketbetrüger all binnen ist, oder dass das einfach so gefälschte Tickets sind. Und das ist natürlich mega argelig, wenn du da gerade 180 Euro betalt hast für ein Ticket und nur nicht rinkommen da ist,
Und dann musste halt, also der Diekbrand hat dann anbohren, okay, wir sind zwar gut verkauft, aber du kannst jetzt trotzdem nochmal ein Ticket köpen. Aber dann hast du einfach feier 100 Euro gegeben. Nur für die Tickets. Ja. Oh. Oh, krass. Ich würde mich auch echt schwatt ärgern. Ja. Also, ich hab noch nie bei eBay Kleinanzeigen oder so ein Ticket gekauft. Aber ein hört das ja auch so faken, dass auf eBay so viele Betrüger unterwegs sind und ja, die betuppen wollt. Und das ist einfach so mies. Wie dann, du kommst du an, du hast alles fair bereit, du hast dir vielleicht noch Urlaub genommen, dann hast du die ganzen Sorgen durch hinschleppt, das war ja auch all an mitwägen und dünner Dach hat das so verregend, dass der Lü mit ihrem Bollerwagen kaum noch durch den ganzen Matsch durchgekommen sind. Dann, ich käf mir die ankecken, dachte mir so, ich bin einfach so froh, dass ich in der Lissi leben darf. Also ich bin nicht am Zelten, ich kann überall im Crewcamp kann ich einfach mit der Lissi hinfeuern, kann dort parken, habe im Crewcamp vernünftige Duschen, vernünftige Toiletten, was einfach super ist. Und so mockt Festival für mich persönlich nochmal ein bisschen mehr Spaß, will ich einfach überhaupt nicht gern zelten dau. Oh, wenn da eins natt ist und irgendwie kannst du nicht richtig hinstellen. Nee, das ist einfach nichts mehr für mich. Mit der Lissi mockt das eins für mehr Spaß. Ich habe halt so wie ein Safe Space, ich habe dröge Socken, ich kann vernünftig schlappen. Und das hätte mir gerade beim Diekbrand mit der Hele Sheet wehe durch, hätte mir das echt viel gegeben. Und ja, so hätte das aber wirklich viel Spaß gemacht. Gerade zu den Inlastraumocken. Alle Menschen hätten eigens noch Gaude Luhn, der möchte nur endlich hin, das Festival fängt an. Du bist so das erste Gesicht, was sie sehen darf. Und ja, fand ich ganz cool. Ja, so, weißt du, so als lang, wenn das bloß natt ist, geil, das ja auch, ich mag ja nur auch Glamping mit meinem großen Zelt, wo du dann storen kannst und extra Schlafkammer hast und Gepäckkammer und alles. Das Problem bei dem Festival ist ja aber nicht, dass da dann bloß natt ist, als fliegt auf dem Campingplatz oder so, sondern die Modderschlacht. Ja, definitiv. Die Schlammschlacht. Oh. Und das ist echt so überall. Ja, und dann auch an Sonnabend hätte das schon viel Regen, das ging aber noch. Und Sündach bin ich morgens um Tein, ich habe Rutkäken, habe sehen, wo viel das regend hätte. Und wollte dann all bangen, dass ich mich fast feuern dau mit der Lissi. Und habe gesagt, okay, ich de Bands muss ich nur, ich kann nicht mehr mit gauen Gewissen hier blieben. Ich will nur bangen, dass die hellen Wächten all kaputt feuert sind und ich ob den nächsten Trecker Stunden um Stunden teufeln muss, um die Ruttrecken taulorten. Und dann bin ich auch am Sündach allfeuert und hef dann dort auch schon die ganzen Vans und Wohnwagens sehen, die von den Treckers gut trecken werden wird. Schlimm. Oh, also so ein Stau und so ein Chaos, das war echt heftig. Und ich weil werde so blieb, Lissi und ich sind ziemlich Bleach parkt, also wir wollen Glicks an so einem Späne weg, dass wir da Glicks rupfeuern können, dass wir im Betten befestigt. Und dann wollen wir auch fix auf Straten drup. Und ich habe einfach nur gedacht so, oh Gott, danke Vergangenheits-Lisa, danke, dass du ermockt hast. Ja, das wäre echt kiviv. Also. Ja, das war hart. Aber sonst hätte das Diekbrand auch wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Coole Bands durch, ich habe viele Bands sehen, die ich schon lang nicht mehr sehen habe und wo wirklich Tokyo ein Hotel umgehauen ist. Okay, der gehört vielleicht nicht der Taube, mir das hat umgehauen ist, aber ich habe Tokyo Hotel sein und vor allem wie Tokyo Hotel ist die Strom ja gut fullen. Das war ja, das war so mies. Der hat vielleicht 20 Minuten als spät und Bill hat sich, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal umtorgen und dann wird plötzlich nichts mehr. Und alle so, hä, du Mött, keine Ahnung, wo viele Menschen da wären, aber lauter dörtig Dusend oder so wären. He. Alle Stunde und dachte ich so, oh Mann, ich bin nur hier, weil ich einmal dort im Monsun live hören möchte. So ungefähr. Ja, und dann kam da gar nichts und der hat den Strom nicht werde kriegen. Und dann habt ihr noch versorgt, was akustikal oder was akustisch da spielen. Ja, ging so. Und ich glaube, Norden kam dann. Aber die kriege ich gar nicht mehr so richtig da oben weg, gebannt, denn da noch kam, glaub, Deichkind oder so kam dann. Und dann sind halt alle schon Röbegon to Deichkind und dann ging das langsam wieder. Aber ja, also ich kann nur sagen, ich habe Tokyo to my life sehen. Langt auch. Da direkt dann einmal to sein. Okay. Nein.
Kennst du denn Open WGT sein? Ist das auch so richtig mit Bands und bekannten Bands oder ist das, geht das mehr darum, um das Lebensgefühl, die Gruftis in der Sick? Oh, Gruftis in der Sick, da muss ich klicks nach Watcher sagen. So als ich das auch in Verlehen, ja, mit mehrer Morgt habe ich mein Community bei Instagram auch in meinen Stories mitgenommen. Und habe dann auch so ein Baden, was da so secht, was ich so ding, und das ist nicht bei jedem Ingoat ankommen, aber das ist so, aber durch tolle Bands, also das WGT ist ja nicht das einzig grufti Festival, aber ich denke mal so, das Weltwied, das, was am kunnigsten ist, was die meisten Lü kennt. Und das WGT ist aber so ein Beten besonders, denn da sind irgends gar nicht so viele von den großen Bands, wie als ein das fliegt von Amphi-Festival oder von Mera Luna oder so kennt, wo echt die großen Headliner sind. Sondern die haben dann vielleicht so zwei, vielleicht drei Headliner und sonst eher auch lütschere Bands, die echt noch echte Szene-Bands sind. Also, was kann ich sagen, so kennen wir denn von den großen Bands da? Also, klar, Lord of the Lost Band in Dor, Tepsik richtig vielen Lorden und Mexiko. Oh, ich weiß schon mal nicht, wo die Ut sprechen muss. Rotziko, hätte Glöwig, die werden auch da. Der Weg auch bin mit in Greed sehen. Ich bin aber nicht hingegangen. Ich kämpfe mir bloß. Ah. Oh Gott, sind die lütschig? Das ist immer so witzig, wenn der von der Böen-Runde kommt da und Jackson, oh, die sind ja gar nicht so groß. Ja, nee, also ich bin ja nur auch nicht so groß und ich glaube, die wären nicht mehr so groß als ich, die lütschen Mexikaner. Oh. ja, und sonst kannst du dir da viele Bands ankicken, die einen so fliegt, wenn ein sich nicht Daper mit der Grufti-Kultur untereinander setzt, gar nicht kennt. Mhm. So auch Newcomer John Dale sind da fail und das mag WGT eben auch besonders. Das ist ja auch nicht aus der Pfähle große anderer Festivals an der FCK Scorpio oder so anschloten, der hat noch ein eigen Event-Team da achte, der dann eben umhebt, dann eben auch Anna Bands und Künstler in Bühne zu geben. Und das ist aber eben auch so in Tüsken, dass wie das WGT viele Nebenveranstalten da auch noch sind, wo du auch ohne, wenn du gar kein Bändchen hast, hingehen kannst. Und da sind dann auch noch mal Bands und DJs und Partys. Also ich glaube, bekannt ist die Pogo Party, Gothic Pogo Party, dann gibt es die Depeche Mode Partys, Wave Partys, wo so ein Baden Daper in so Genre-Geschichten und Fetisch Partys, alles Mögliche für jeden Ström. Und es gibt dann eben auch Rebäte, wo du dann eben auch so ein Tagesticket köpen kannst. Das heidnische Dörp, das ist so ein Rot-Mittelalter-Rebät, auch noch mit Live-Bühne und alles Mögliche. Aber das ist schon mal mega voll, weil dann da auch viele Stino-Lü und Leipzig dann eben sich dann ein Tagesticket köpft. Ja, und da... Also ich wäre in... Ich wäre glücks an Freitag Mittag da. Und da bin ich auch noch gut drin kommen und muss ich nicht töven und wäre auch angenehm. Aber dann wohl ich irgends an, ich glaube, Sonntagabend noch mal hin. Und ey, pff, keine Chance. Also die Schlange wäre fast einen Kilometer lang. Ach, krass. Ja. Boah. Ja. Lohnt sich das denn? Also ist das so cool und so einzigartig? Nochmal in Togon? Ach ja, das mag dir all nett. Also das ist nett. Also kannst du viel morgen. Auch viele Utsteller sind da und du hast dann eben da auch viele Bands, die dann da auftreten dort und auch in der Szene dann bekannte Bands. Ja, und das ist dann so ein Beten, glöwig dat
ja, was dann die so Anna Besäuker dann eben auch morgt, so Grufti gucken. Okay. Und das wäre so ein Welten für mich nicht so leicht damit umzugehen. Denn, okay, wieso? Ich glaube, also die Szene ist ja eher eine Sick. Muss ich sagen. Und das ist ja auch in Szene, wo zum Beispiel Fruens Lüd auch bannig frei mit er lief sind. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass eben ob Partys oder ob so ein Festival in Fruens Lüd Süd, der die komplett nackelig sind oder vielleicht eher Busen nicht aufdeckt haben. Aber diese Frunzlüten wird sich in der Szene binden. Also die wird nicht bang wählen, dass ein sie anpackt oder eklig ankicken dort. Und das ist so ein, wo soll ich das verklären, so ein Sicherheitsbann einfach. Und das ist so nicht utsprocken, aber jedein deit sich da an heulen. Ja. Ja, also du kannst die unschrieben, nicht schreibenden Gesetze irgendwo, ja, der jed ein Weit. Ja, jed ein Weit, dass das so ist und es kommt auch nimmst ob die Idee. So, oder ob Mannslü, die hebt dann bloß einen String an oder so. Aber kein den Fru oder so, kein kriegt den Infall, den nur ob ein Mors zu kloppen oder so. Ja. Ne? So, das ist so, und das gibt auch kein komische Blicke oder so. Und das ist eben, wenn du in so einer Stadt unterwegs bist und natürlich eben auch ob die normalen Inwohner drucken da ist. Ist das was anders? Das ist echt anders. Und also, liebe Zuhörer, ich bin nicht nackelig rumlopen. Also, das wäre nicht so mean. Aber ich habe eben gesehen, wenn das ist. Ach, das ist nicht so leicht. Das gibt dann eben auch so große Veranstalten, als das viktorianische Picknick im Clara Zetkin Park. Das ist echt ein Massenveranstalten. Und da sind dann eben auch viele, viele Lü, die präsentiert sich dann auch da. Viele da sind dann eben auch der Fernsehsender und sucht nach den krassesten Kostüme und so wieder. Und da ist auch klar, ja, die Lü, die da sind, die wird sich auch präsentieren. Ja, die möchte sehen waren. Die möchte sehen waren, die habt da mega Picknicks ob gut, die habt sich gut staffiert und so wieder, die möchte sehen waren. Und das ist auch mega okay. Aber wenn du so in andere Veranstalten bist und da könnt dann eben Lühe, die nicht taude Szene hört, rinnen, habe ich mir ein bisschen komisch gefühlt. Ja. Wie das wäre dann so ein bisschen so als so ein Der in Zoo. Ah, ja, das ist unangenehm. Dann kannst du ja auch nicht mehr so richtig du Sülm wählen und so richtig authentisch statt genähten, wie du die immer irgendwie beobachtet fühlen da ist. Ja, und das wäre dann zum Teil für mich auch so, ich will mir auch gar nicht fotografieren lassen. So. Moment. Die anderen Lü habt die fotografiert? Ja, ja, das passiert ist dann auch so, dass die Lühe dann, also normale Lühe, die nicht taute Szene hört, ja, hebt dann eher Handys, das sind dann nicht mal professionelle Fotografen oder so, das sind dann Lühe als du und ich, oder ja, ich nicht, oh, aber der zückt dann eher Handy und fotografiert die. Und das ist nicht so grenzüberschreitend. Krass. Ja, finde ich auch. Und also wenn ich Glück habe, dann heim sind mir noch fragt und Kev dann sagt, nee, möchte ich nicht so gern. Ich kenne die Lüa gar nicht. Also. Ja, und was möchte ihm ein Bild davon die? Also, was habt ihr davon? Ja, eben. Die kennt mich ja nur auch nicht, denke ich mal. Ja. Also, das wäre echt komisch. Und da habe ich dann so ein bisschen den Eindruck auch kriegen, wenn ich das dann so beobachtet habe. Ja, der Delü, so ein Baden, ob der Sölk war, er glütsche persönliche Freakshow.
zusammenzustellen. Ah, oh, okay, ja. Und das wäre nicht so lieb für mich, damit umzugehen. Ich glaube, das gibt Annalie, die möchte auch. Und die möchte auch fotografiert worden. Für mich wäre das nicht so. Und ich wäre dann auch froh, zum Beispiel, wenn ich in die Rebate wäre, zum Beispiel auf der Agra, wo ein dann echt bloß mit einem Bändchen rinkommt. Ja, ja. Wo die Szene dann auch echt in der Sick wäre und das wäre so richtig, oh, endlich relaxen. Ja. Also die Lü in Leipzig wäre mega freundlich, mega nett, kann ich gar nichts anders sagen. Bloß so das hat angegaffe. Das wäre nicht so leicht für mich, damit umzugehen, aber ich glaube, das ist eben der Unterschied, wenn du eben so ein großes Szene-Festival, und das ist es ja nun, in ein Stadt hast, als wenn du das in, ja, in Abschloten Rebet hast. Ja, da sind ja so diese ganzen anderen Festivals, die sind ja meist, wenn man sich der Airbeat ist ja ob im Nichts von MV, also wirklich, du hast absolut nichts, gar nichts. Und du kommst ja sonst auch nicht rum, die Lü dann quasi antaugaffen, so wie du das sagst. Ja. Und das wäre nicht leicht für mich und ich habe das glaube ich auch in meinen Storys vertellt. Und da habe ich dann doch auch die DMs kriegen, von wegen, ja, aber so kannst du das doch nicht sehen und so wieder. Mhm. Aber ich kann ja eben auch bloß dehlen, wo ich mich damit fühle. Ne? Genau das ist das. Ja. Und das kann dir auch kein anderer singen, wo du die Torfeulen hast. Also das geht ja überhaupt nicht. Und was täuscht ihr denn? Ja, eben. Und das ist ja gar nicht das Problem, dass mir nur ankicken schall und so wieder. Aber das ist einfach nicht gefragt worden und fotografiert worden. Und ja. Das wäre auch wirklich krass. Also. Ja, und da hebt sich dann eben Lü echt auch so an die Spots positioniert und richtig so Safari morgt. Krass, grof die Safari. Aber Hilka, Bode bei der Fisch, wie lange hast du brugt, die fahr dich taumocken? Na. Also ich habe ja zweimal an Dach mein Outfits wechselt. Zweimal an Dach? Ist das normal oder ist das... Also, ob ein normales Festival ist ein bisschen anders, aber wenn du dann in so ein Apartment bist und nicht im Zelt, dann kannst du natürlich auch die Fohlen schöpfen, ne? So, ja. Also Haare, Morgen, Make-up, richtig schick und richtig... richtig schmucken Klamotten eben antrecken, die für normales Festival viel zu short sind. Also morgens habe ich, glaube ich, für das erste Outfit Jümmers über in Stünn brugt. Ja. Dann an Normedachabend, das wäre dann fixer. Ne? Das wäre dann bloß nochmal Make-up beten, frisch morgen in andere Kledage drin und das wäre dann fixer. Aber wow. Ja, wenn ich dann morgens so eins zusammenstellt habe, das hat durt und die Glyph Analyse, die ihn da dann so eben auch sehen kann, der noch richtig krasse Kostüme hat, die braucht ca. 2-3 Stunden dafür. Wahnsinn. Ja, aber das ist das Leben. Also das ist ja wirklich, dass die das läuft. Das finde ich so schön. Ja, und ich habe so viele schöne Menschen auch gesehen und die sich auch zurechtmorgt habt und dann eben auch, wenn ihn dann eben auch nicht in diese öffentlichere Beten wäre, sondern in die engen, ja, in die Szenere Beten, ach, das wäre dann eben auch so schön, dass die Lü auch so obleut sind. Das wäre dann auch richtig das Festivalgefühl, oh, nur sind wir unter uns und nur sind wir auch frei und das hätte auch Gold down, das so zu sehen. Ja, ich weiß, das ist genau der Punkt, den ich auch immer meine, weil ich so schön finde an Festivals, dass du dann einfach ruht und die ganzen gesellschaftlichen Strukturen, die wir auch vielleicht in uns all im Kopf habt, und dann kann einfach der Banker, kann neben dem Buren und neben der Lehrersche, kann der einfach so wählen, als sie möchte. Kein ein judged ein, du. Weil du halt nicht weißt, was der im normalen Alltagsleben eng sind und was der mockt.
das ist total egal. Du kannst einfach nur, also ich bin nur einfach nur Lisa, so als ich werden möchte. Und das akzeptiert jeder. Das finde ich so schön. Ja, richtig. Das ist so, also da muss ich auch echt sagen, das wäre dann richtig schön zu sehen. Und was bietet WGT eben auch noch besonders ist, da gibt es jedein Dach unerschädlichste Kulturveranstalten. Du kannst dann auch mit den Bändchen in viele, viele Leipziger Museen rinnen gehen. Das ist so cool. Ja. Noch ein Bett mehr blank biedern. Mhm. Ja, du kannst in den Museen rinnen, das gibt extra Lesungen, Vorträge. Du kannst ins Theater gehen, du kannst die klassische Ballett ankicken, alles mit den Bändchen. Mhm. Cool. Ein cooles Gesamtkonzept. Ja. Also das ist richtig schön. Ich habe mir dann auch, also die zwei interessantesten Vorträge, die ich mir anhört hätte, wäre ein über Tarot. Und das klingt jetzt mega esoterisch. Ja. Wäre das aber gar nicht, weil da wäre ein Psychologe, die darüber, glaube ich, promoviert. Und die hätte eben die Psychologie achter Tarot und die Geschichte von Tarot. Verklort und das wäre mega spannend. So, das Löwig. Also das, was wie von da aus Tarot kennt, ne, das ist immer Wahrsagerei und sowas, das ist eigens erst sieht das Ende von 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, auch mit der Psychologie von C.G. Jung, ja, so zusammenkommen. Und Sünsweg, Löwig, Tarot, über hunderte von Jahren einfach ein Kartenspiel. Ach so, also so als Kanaster, so als Doppelkopf, so als Gott. Ja. Ach, witzig. Ja, das wäre mega, mega spannend, mega interessant. Und das andere, die andere Lesung, die wäre so im Welt inzwischen, das ich echt an Fahrt wäre und aber auch witzig, das wäre eine Lesung über Zeitzeugen, Zeugenberichte von Punks in der DDR. Oh, und, ja. Das wäre auch mega spannend, wie ob der einen sieht, wäre das echt witzig, was die Autoren da für Geschichten zusammentragen haben. Und dann tun die Leben auch mega furchtbar, ne? Die Punks dann eben verfolgt worden sind von der Polizei und in Knast kommen sind und furchtbar. Ja. Also bloß dafür, dass sie eben nicht sich anpasst haben an die DDR. Mm. Wow, spannend. Also super vielfältig. Das finde ich ganz schön, wo ich nämlich auch gerade sage, was ich für mich mag, also ich trinke ja einfach kein Alkohol mehr. Und da habe ich das Jümmes, wenn ich auf dem Festival bin, dass diese Tee zwischen ich stehe up, ich ate Frühstück und dann fangt ihr euch von den Bands an. Und diese Tee ist für mich immer ein bisschen langwähn. Und dass ich nur so coole Schichten habe ich halt in Day-Tee nur einfach Arbeit. Ja. Und das war so perfekt, oder? Was ich auch richtig cool dann finde, da zum Beispiel wie im Pangea gibt das dann auch diese Angebote, dass du dann halt was in diese Tee, der irgendwie im Betten lang wart oder da wurde irgendwie so ein Betten Day Pest, da du dann doch was mocken kannst. Das finde ich richtig, richtig cool. Und nicht einfach dann nur im Flunkyball-Späß oder so. Du, aber weißt du, was ja wie Festivals neben Kultur und Flunkyball schon was super wichtig ist? Das Mitgrölen von Ladern. Ja. Mhm. Das Mitgrölen. Da musst du auch weten, was für ein Late das ist. Mhm. Du musst ihn ja den Text können. Oh ja. Was ich noch immer ganz, ganz kurz inschuben will, fast so nämlich die Frage abkommt, wenn dir nur eine von den Tauhörers denkt, so, okay, ich möchte auch gerne mal auf Festivals arbeiten, wie bin ich denn da rankommen? Eigentlich ganz einfach, ich habe das einfach googelt, so wie ich mit all meinen Problemen erstmal durch Google gone da, so Google help me, wie mag ich das? Und dann habe ich mich bei FKP Scorpio beworben und du hast so eine Plattform, ein Portal und dann kannst du da einfach deine Daten hochladen und sagen, hier, Hurricane, Deichbrand, Baltic Soul, Mera Luna, Highfield, Southside, möchte ich gerne arbeiten und dann, was die durch Schichten tau wiest. So bin ich da nur rankommen. Nur noch, falls die Frau hochkommen leid. Okay, in Schubende, wie können wir die wieder morgen mit den Songs? Der möchte mir Bescheid. Ja, hast du mir dein Late mitgebracht? Oh ja, bist bereit, Hilka? Spitz die Ohren. Okay. Du hast Figur, doch kein Brägen. Die klebt sexy um den Förderkopf. Dein Boss sind ein Dröm,
sie hangt kum. Ich bin leider nicht in Stil, denn ich spähl nicht in Späl. Nur ein kann die Schönste wählen, und dat bist du allein. Doch inne din Dekolleté, deit dat jümme so weh. Jed ein leif din Gesicht, doch deep in die, du is nichts. Kommst du drauf? Sonst kommt jetzt nochmal der Refrain. Also, na? Ich habe so ein Info, aber sag ich nochmal lieber den Refrain. Ja, Lüt Prinzessin, du hast das nicht Licht. Din Öllen sind bannig rieg. Du bist wunderschön, wirst jed ein Kerl den Kopf verdrein. Ja, Lüt Prinzess, du hast die Macht, bist die Königsche von der Nacht. Du bist jung und wunderschön, und jed ein Mors möcht mit die Gorn. Nee, doch nicht, das war nee? Ich dachte. Ich okay, dachte, okay. Ich dachte, Bella Fee. Ja, ist das, ist das. Oh, wirklich? Ja, wirklich? Doch. Manheka, richtig gehauen, genau, Prinzesschen. Oh Gott. Ich habe eben gedacht, okay, nee, ist das vielleicht doch was. Doch, was anders? Oh Gott, ja, wir werden doch Lafayette. Oh Mann. Ja. Okay, Punkt für Hilka. Nun muss ich noch trecken. Okay, los Hilka, gib mir den Song. Ich bin bereit. Ich muss sagen, da kann ich für weg stellen, ich have mal Festival-Playlists kicken. Und da habe ich mich von, weiß ich nicht so, was eigentlich so Festival auf was ihr noch ein Festival hören wollt, habe ich mir immer was rutzelt. So, also. Jetzt läche ich mal los. Wie habt ein paar Regels, die wie folgt. Dat und dit, düsse und jene. Nimm's weit. Wie habt düsse Pillen, tus lucken. Wo ansticken die in din Hals? Smeckt as Gold. Oh, wat deist du mit mi? Nimm's weit. Und mi ward klar, du bist mien, aber echt ein Dussel bin ich. Und mi ward klar, du bist mien, aber echt ein Dussel bin ich. I'm a fool? Mm-mm. Oh. Ist das schon der Refrain mit dem Dussel? Ja, das ist alter Refrain, aber ist das Englisch? Ja, ist das, oder? Das ist Englisch, ja. No one knows. Nee, ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht mal, ob du ein Kerl oder eine Frau singen deid. Keine Ahnung. Okay, dann komm, help me. Ja, that is no one knows. Has to go over that, Lisa. Oh, danke. Kriege ich einen halben Punkt fair. Ja. Von Queen of the Stone Age. Wenn du das rutzögst, hör uns Spotify, Party, Platt und Plüschmors Playlist. Ja, ja. Alle den Tau hören, schön die Playlist folgen, da kommt immer die nächsten Songs drin. Ja, dann wählst du direkt immer, ja, welk Song das, ja, ist, und dann klopfst du dir an den Vorkopf und denkst, oh, na klar. ja, mogig. Denn die lerne ich noch so viele neue Songs kennen. Danke, Hilke. Du, in dieser Folge habt ihr uns ja aber nur in den Nutit begeben. In der Taukom-Folge kick wir aber ein Baten zurück. Och, Baventau, wie habt ihr einen aktuellen Obhanger? Genau. Obhanger. Ja, denn gerade ist das ja, vielleicht hätte ein oder andere das vielleicht noch nicht mitkriegen, aber Barbie, das Thema Barbie ist ja gerade ganz groß, durch den Barbie-Film. Und wie habt ihr es gedacht? Wir möchten nicht ganz mit dieser Welle mitreden, aber in Betten. Und wie schnackt man über Spähtüch? Also über Barbie, über das hele Spähtüch. Was mockt Spähtüch mit uns? Gerade Barbie, was mockt das eigentlich mit Kindern, wenn der mit so eine Puppe spählen dort? Und mit wat habt wie eigentlich so spält? Wenn G uns vertellen wollt von Jürgen Leifste Festivalbeläfnisse in dit Jahr oder ob G ein Festival habt, wo Lisa und ich in der Tau kommen, ja, vielleicht auch mal zu Haupt hingehen, schön, schrieft uns ja das gern, dann plant wieder, nehme ich mal in und organisiert uns beten weiter. Oh ja. Wie freut es, wenn Jotter hören? Mag das Gaut? Bitballe.